Prognose. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu dieser Sendung. Auch Sie haben heute zahlreiche Spuren hinterlassen. Sie sind gefilmt worden in der U-Bahn oder, wenn Sie Lastwagenfahrer sind, mit dem LKW durch die Maut registriert worden. Sie sind im Internet beobachtet worden dabei, wie Sie verschiedene Dinge gesucht haben. Man weiß, was Sie mögen. Übrigens auch beim Einkaufen wegen der Kundenkarte. Und Ihr Finanzamt kann bei Ihrer Bank, ohne dass Sie es wissen, nachfragen, wenn Sie im Verdacht stehen zu schummeln, wie viele Konten Sie wo haben. In Zukunft wird es einen Ausweis geben ab November, wo Ihre Gesichtszüge digital gespeichert werden, und ab nächstem Jahr gibt es auch einen Fingerabdruck dazu. Die Frage ist, wollen wir das alle oder können wir uns schon gar nicht mehr wehren? Unser Thema heute, der gläserne Bürger, kommt die totale Überwachung. Meine Gäste, Günter Beckstein, bayerischer Innenminister, seit Jahresanfang kann die Polizei in Bayern Telefonate abhören, obwohl noch gar kein Verbrechen passiert ist. Guten Abend, Herr Beckstein. Jutta Ditfurth ist bei uns. Sie ist Mitbegründerin, heute Kritikerin der Grünen, Autorin. Sie warnt davor, alle Menschen als potenzielle Straftäter zu sehen. Dem fanatischen Sicherheitswahn, sagt sie, werden Grundrechte geopfert. Guten Abend, Frau Ditfurth. Ja. Hannelore Hoger bei uns. Die Schauspielerin hat zwar nichts gegen die biometrische Erfassung im Ausweis, aber was das Internet angeht, die E-Mails, das ist ihr alles suspekt. Guten Abend, Frau Hoger. Peter Schaar ist bei uns. Deutschlands oberster Datenschützer. Er sieht unser Land schon fast auf dem Weg zum Überwachungsstaat. Guten Abend, Herr Schaar. Ja. Und Hauptkommissar Klaus Janssen, auch Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Er würde vielleicht gern mehr Daten sammeln. In jedem Fall, sagt er, auch Polizisten schützen die Grundrechte. Guten Abend, Herr Schaar. Genau. Später in der Sendung kommt noch Internetguru Andreas Weigen zu uns. So, Frau Ditfurth, was soll der Staat über Sie nicht wissen? Also was ist Ihre Vermutung? Was darf der Beckstein über Frau Ditfurth nicht wissen, dass Sie sagen, meine Daten gehören mir? Naja, Herr Beckstein ist mitverantwortlich, dass ich in Bayern schon mehrfach illegal in irgendwelchen Zellen saß und körperlich misshandelt wurde. Aber das nur ganz nebenbei. Ich will das nicht persönlich machen. Weiß er das schon? Aber das ist ihm egal. Er macht das ja mit so vielen Leuten, da kann er sich nicht alle merken. Aber grundsätzlich geht es ja nicht darum, dass wir jetzt addieren technisch, was wir alle schon können, sondern dass man wirklich sagen muss, dass wir auf dem Weg dabei sind oder beobachten können, wie wir das Ende einer bürgerlichen Demokratie erleben. Und ich als Linke bin ja eigentlich die noch mehr will, noch mehr Freiheit und Gleichheit als bürgerliche Demokratie. Und ich sehe mich dauernd in der Rolle, jetzt als Linke Werte verteidigen zu müssen, die eigentlich das Bürgertum mal hochgehalten hat. Also das Recht auf Geheimnis, auf individuelle Selbstbestimmung, auf Würde, auf individuelle Entfaltung, auf sozusagen einen Raum, in den der Staat, der eigentlich nur Dienstleistungseinrichtung sein soll, nicht rein kann, wo er kein Recht hat. Aber warum? Also es heißt doch immer, wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich doch nicht dann zu beschweren, wenn er vom Staat abgehört wird. Also wer sehr doof ist, sagt sowas. Aber wer schon sich zum Beispiel anmaßt, gegen Atomkraftwerke zu demonstrieren, kann damit rechnen, jetzt in Gendatei kommen zu sollen. Oder wer sagt, er will Streiks, und er will Streiks vielleicht auch dann, wenn irgendeine SPD-freundliche Gewerkschaftsführung nicht dafür ist, ist sofort drin und ist sogar unter dem Verdacht, vielleicht zu kriminellen Vereinigungen anzuhören. Das heißt, was wir haben, ist eine Situation, Sie tritt gleich das ist eigentlich nicht meine Auseinandersetzung mit dem BKA, das mache ich lieber anders, lieber verbal. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo dieser Staat und nicht nur dieser Staat insgesamt ein Problem hat, und zwar wirklich mit Sicherheit, und zwar mit der sozialen Sicherheit der meisten Menschen, und auf einen Zustand, in dem es Millionen Arbeitslose gibt, dem man keine Arbeit mehr geben kann, und wo in Deutschland vielleicht weniger, anderswo vielleicht mehr Leute unruhig werden, wo Revolten drohen, wo Widerstand, wo Aufruhr droht, da muss man vorsorglich repressiv werden. Die besser verdienen, werden gesteuert und gelenkt mit Konsumdaten. Aber die anderen muss man klein halten, und wir haben ein tatsächlich Problem auch weltweit. Deswegen sollen ja auch die Opfer deutscher Politik nicht ins Land und werden jetzt an den Grenzen schon überwacht. Und nochmal, ich bin sehr, sehr gespannt, ob zum Beispiel Fußballfans sozusagen diese ganzen, kann ich ja zum Teil verstehen, ob die sich schafsbrav gefallen lassen, dass ihre persönlichen Daten genommen werden, AVACS ihnen den Luftraum sichern, die wissen wahrscheinlich gar nicht wozu, Bundeswehr am Flughafen steht und Fußball nicht mehr Fußball ist, sondern sozusagen eine Notstandsübung. Sind Sie schon abgehört worden in Ihrem Leben? Ja, ich bin ins Gesicht fotografiert, eingesperrt, abgehört worden. Jetzt bayerische Polizisten haben mein Handgelenk lebenslänglich beschädigt. Nee, jetzt also mal im Ernst, sind Sie abgehört worden, ernsthaft? Ja, klar. Warum?
Ja, ich weiß, ich mache seit 20, 30 Jahren Politik zum Thema Atomkraftwerke, Abtreibung. Ich bin mit Freunden auf ein militärisches Gelände der USA spazieren gegangen, haben wir es genannt, einen drängen nannten es die anderen, um zu gucken, was sie dort wirklich tun. Wir haben Raketen entdeckt an Orten, wo sie nicht sein sollten und lauter so eine Sachen. Und wenn man neugierig ist und was rauskriegen will, dann kriegt man gelegentlich eins auf die Mütze und immer mehr. Herr Böckstein, in Zukunft ist es so, oder seit Januar, Entschuldigung, ist es in Bayern so, dass Telefonate abgehört werden können, im Unterschied zu früher, bevor ein Verbrechen stattfindet. Also bisher war es so, es musste was passieren, dann konnte eben richterlich genehmigt die Polizei hingehen und sagen, jetzt hören wir mal, was der so spricht. Bei Ihnen in Bayern kann man das jetzt schon so vorsorglich machen. Haben Sie schon jemand gefasst dadurch, seit Januar? Also wir haben es bisher noch nicht angewendet, weil wir es jetzt erst ja seit 1. Januar die Möglichkeit haben. Noch nicht angewendet? Wir haben natürlich die Möglichkeit zur Verfolgung einer begangenen Straftat oder einer versuchten Straftat abzuhören. Aber ich war überzeugt davon, dass wir auch zur Unterbindung einer besonders schweren Straftat, also um einen schweren Anschlag beispielsweise zu verhindern, dass wir da die Möglichkeit haben müssen, natürlich unter schärfsten Kontrollen und nur bei einem bezeichneten Katalog von schwersten Straftaten, die es zu verhindern gilt, zum Zwecke der Verhinderung einer bevorstehenden Straftat derartige Maßnahmen durchführen zu können. Lassen Sie mich es verstehen. Also nehmen wir jetzt mal Jutta Ditfurth oder wen auch immer. Die Polizei hat den Verdacht, Jutta Ditfurth würde planen, weil sie den Fußball nicht mag, im Stadion eine Bombe zu bringen. Und Sie hören, irgendjemand sagt, Frau Ditfurth kommt mit einer Bombe. Dürfen Sie dann schon bei Frau Ditfurth zu Hause hören, wenn sie mit ihrem Mann spricht, der woanders ist in einer anderen Stadt? Also unterstellt, es wäre ein ernsthafter Verdacht, dass jemand mit einer Bombe in ein Stadion gehen will oder es organisiert wegen mir mit einer Rakete, die über 400 oder 500 Meter ein Stadion anzugreifen, dann wäre das sicher ein Fall, wo die Polizei rechtmäßig beim Richter beantragen kann, dass eine Abhörmaßnahme durchgeführt wird, wenn es nicht auf andere Weise zu ermitteln ist. Was ist ein wenn man genaue Verdacht? Kenntnis hat, dann wird man natürlich nicht abhören, sondern wenn man mal sie zu Hause besuchen, eine Hausdurchsuchung sie machen. Sie kommen bei mir nicht rein, Herr Beckstein. Wir würden bei Ihnen auch schon hereinkommen. Sie kommen bei mir nicht rein. Ich versichere Ihnen, dass die Polizei bei uns durchaus stark genug ist, bei jedem Bürger, wenn der entsprechende Durchsuchungsbefehl da ist und der zwingende Grund ist, eine Hausdurchsuchung zu machen. Mann, ja, aber das ist doch, die Frage ist doch, was ist ein ernsthafter Tatverdacht? Ich habe jetzt übertrieben, logischerweise, aber wenn, es kann ja der irgendjemand, Luftballon könnte ja eine aber Bombe es könnte doch sein, irgendjemand klar. kommen und irgendjemanden anschwärzen, weil er den Nachbarn nicht mag. Und dann geht er zur Polizei und sagt, ich kenne meinen Nachbarn, der ist garantiert ein Gewalttäter. Und dann können Sie schon abhören und den überwachen telefonisch? Nein, es muss natürlich ein dringender Verdacht sein. Das reicht was ja nicht, wenn das? Der Polizist das macht. Der Polizist, wir haben das innerdienstlich zunächst mal so geregelt, dass nicht der Polizeibeamte, der den Fall ermittelt, das machen kann, sondern er muss seine Vorgesetzten informieren. Ich habe in Bayern noch für präventive Maßnahmen angeordnet, dass ich in jedem Einzelfall, weil ich auch politisch verantwortlich bin, Rücktrittsforderungen kommen können. Damit überlegt man sich das sorgfältiger, als wenn das nur jetzt haben wir von einem Beamten, der auf Lebenszeit ist. Das wird also, da ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, dass der Richter ist. Also Sie müssen informiert werden. Ich muss informiert werden, ja. Wow. Und das Zweite ist, dass der Richter dann natürlich es genehmigen muss. Mhm. Und nur dann, wenn ein dringender Tatverdacht ist, der also auch von jemandem, der nicht der Sachbearbeiter als dringend angesehen wird, dann ist es zulässig. Mhm. Und ich füge hinzu, dann ist es auch notwendig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die große Mehrzahl der Bürger unseren Staat für großartig empfände, wenn wir wüssten, dass jemand zum Beispiel einen Terroranschlag in einem Stadion macht, wo wir unter Umständen mit Hunderten und Tausenden von Toten zu rechnen haben und die Polizei würde nichts unternehmen. Aber Herr Beckstein, das durften Sie auch, bevor das Polizeigesetz geändert wurde. Wir durften ist natürlich, wenn wir die Frage des Versuchs hatten. Aber jetzt ist natürlich ganz eindeutig, gerade im Zusammenhang mit islamistischem Terrorismus, dass die Frage Versuch, das heißt der Beginn einer konkreten Ausführungshandlung, zu weit die in der konkreten Durchführung ist. Und darum wollen wir für einen kleinen Sektor, wo schon ein dringender Verdacht ist, aber noch kein konkreter Versuch einer konkreten Straftat. Gerade Islamismus, das ist doch ein Organisationsdelikt. Wir haben ja nun schon ziemlich aufgerüstet, auch im Strafrecht. Es gibt die kriminelle Vereinigung, es gibt die terroristische Vereinigung. Das ist sind alles Sachverhalte, dass wenn sich Leute organisieren, um sowas zu machen, dann war auch schon die Telefonüberwachung möglich nach der Strafprozessordnung. Bei der kriminellen Vereinigung nicht, bei der terroristischen Vereinigung schon. Bei der kriminellen Vereinigung auch, wenn es sich um schwerwiegende Straftaten handelt, immer. Und insofern bedarf es meines Erachtens
Erachtens überhaupt nicht dieser weiteren Ausweitung von Überwachungsbefugnissen. Warum glauben Sie denn, haben die das gemacht in Bayern? Also das ist natürlich generell die Frage, warum werden solche Überwachungsbefugnisse eingerichtet? Ich würde das nicht pauschal sagen, das ist jetzt das Streben nach einem Überwachungsstaat. Das ist auch nicht eigentlich meine Argumentation, dass ich sage, da gibt es jemanden, der hat einen Plan, der will am besten die Bürger überwachen oder diejenigen, die irgendwelche für mehr Gerechtigkeit eintreten, sozusagen unter die Knute kriegen. Das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Es ist so etwas wie ein Bedürfnis in unserer Gesellschaft vorhanden nach einer sehr weitgehenden Sicherheit. Und diese Sicherheit... Ist das nicht auch begründet? Absolut. Es ist ja begründet, weil, also zum Teil begründet. Was nicht begründet ist, und das ist ja die Angst, es ist ja, sollen wir uns von unserer Angst überwältigen lassen? Völlig oder richtig. Sollen wir das nicht tun? Haben Sie wir denn persönlich so eine Angst? Nicht, nein. Also so diese Urangst, überwacht zu werden, abgehört zu werden? Nein, ich habe davor keine Angst. Es kann sein, dass das bei mir schon mal gewesen ist, das vermute ich. Aber aus völlig anderen Gründen, nicht aus diesen Gründen. Aus politischen Gründen, oder? Aus politischen Gründen, das weiß ich nicht, sondern aus anderen Gründen. Und ob das aber stimmt, das weiß ich nicht. Und ich habe ja erfahren, dass man das ja erfahren, also ich kann das ja beim Staatsanwalt abfragen, nicht, ob das passiert ist. Und da muss ich auch eine Antwort drauf kriegen. Und ist das wobei es während des laufenden Verfahrens natürlich nicht ist. Aber wenn der Vorgang abgeschlossen ist, dann gibt es natürlich die Informationsverpflichtung, dass wir dem betreffenden Bürger sagen, wir haben die Maßnahme durchgeführt in einem Ermittlungsverfahren. Das sind ja sowieso in den staatsanwaltschaftlichen Akten dann die entsprechenden Maßnahmen drin. Und das sodass man das alles machen. Aber stimmt das, was ich gelesen habe? Dass es gibt jetzt, vor 10 Jahren wurde ja noch gar nicht so viel abgehört. Ja, also ungefähr. Also vor 2003, also es sind jetzt so, es ist eine Studie rausgekommen im Max-Planck-Institut oder vom Max-Planck-Institut, die gesagt haben, inzwischen, also 2005, wurden bereits 42 Millionen Telefongespräche abgehört. Ja, die müssen Sie 42 Millionen, wovon 38% auf Beschuldigte und Verdächtige fällt und 15% werden. Stimmt die Zahl? Und die Zahlen sind statistisch richtig. 42 Millionen. Das war vor 3 Jahren waren es noch 25.000 und jetzt sind es 2005. Also ich kann das ja nur sagen. Ich kann jedenfalls für Bayern sagen, dass wir zwar sehr viel mehr Telefonnummern abhören, aber nicht mehr Telefongespräche. Aber früher war es halt so, dass der einzelne Straftäter, den wir versucht haben abzuhaben, eine Festnetznummer hat. Heute hat der Betreffende 100 oder 150 Prepaid-Karten. Und damit haben wir natürlich für jede einzelne Maßnahme einen neuen Antrag. Wo ist denn der Unterschied zwischen, Sie hören eine Telefonnummer ab und nicht das Gespräch? Er meint damit, die einzelnen Leute haben ja Telefone, was natürlich zum Teil nicht so ist. Wir müssen ja bezüglich jeder einzelnen Telefonnummer den einzelnen Antrag stellen. Das bedeutet, wenn ich habe heute, wie ich 42 Millionen. Nein, das sind also das ist die Zahl viel. 42 Millionen Inhaltsgespräche sind auch sicher nicht richtig. Ich kann nur für Bayern sagen, wir haben nicht mehr Leute zur Telefonüberwachung eingesetzt als vor 10 Jahren. Ich habe es immer noch nicht kapiert. Also 42 Millionen Telefonnummern werden mal irgendwie angewählt, aber tatsächlich die Gespräche abgehört dann bei wenigen. Ich habe es nicht verstanden. Kann mir das jemand, Herr Janssen oder Herr Schaar, können Sie mir die Zahlen erklären? Die Zahl ist so nicht korrekt. Dann sagen Sie die Zahl. Tatsache ist, dass das Täterverhalten sich drastisch geändert hat, dass heutzutage nur noch der dümmste Verbrecher sein Telefon einmal benutzt, sondern er benutzt es mehrfach. Mehrfach meine ich, er benutzt unterschiedliche Telefone. Er nimmt sich die Telefone des Freundes, er nimmt sich Prepaid-Karten. Es werden in vielen Bereichen Telefone auch nur für ein einziges Gespräch benutzt. Die Polizei bekommt die Information dazu, braucht, um dieses Telefon dann für tatrelevantes Verhalten abhören zu können, einen richterlichen Beschluss, stellt fest, dass es dort andere Kontaktpersonen gibt, die vielleicht inkriminiert sind, in dieses Verfahren mit reinkommen. Und so kommt es zu einer Zahl von abgehörten Telefonen, die sich ergibt aus der technischen Entwicklung. Wir haben eine kommunikative Welt, Leute benutzen Handys und Internet. Dann stimmen 42 Millionen etwa? Nein, die Zahl ist so nicht richtig. Dann sagen Sie mir doch mal Ihre Zahl. Ich habe die korrekte Zahl der Studie nicht dabei, die hat vielleicht der Herr Schaar mit dabei. Es ist so, dass wir eine Steigerung zu sehen haben. Aber es stimmt, dass wir die Weltmeister inzwischen sind? Nein, wir sind im europäischen Bereich im guten Mittelfeld, das sagt die Studie im Übrigen auch aus.
Und wir müssen dem Rechnung tragen, dass viele Straftaten, dass die Kommunikation der Schlüssel ist, um in die Taten, in die Ermittlungen hineinzukommen. Ich würde gerne mal fragen, wie viele Personen werden denn abgehört? Das ist unsere. Ja. Und da kann ich nur sagen, die genaue Zahl wird ja nicht veröffentlicht, aber es ist in Bayern eine zweistellige Zahl von Personen. Das heißt, es sind unter 100, die im Jahr sozusagen diejenigen sind, deren Telefone abgehört werden. Naja, also das ist ein bisschen mehr, das ist wahrscheinlich schon. Aber es ist natürlich eine starke Steigerung. Es sind so zwischen 20.000 und 30.000 Anordnungen, Überwachungsanordnungen in der Bundesrepublik pro Jahr. Das hat sich in der Tat ganz stark erhöht. Eine Erklärung ist sicher, dass es mehr Handys gibt und so weiter. Aber natürlich wird auch die Zahl der Telefonate, die davon erfasst werden, angestiegen sein. Das ist sicher nicht jetzt sozusagen weltmeisterlich. Die Personen, die sozusagen davon betroffen sind, die sind nicht angestiegen. Und jetzt muss ich schon sagen, wenn sozusagen mein Telefon abgehört wird, ist es doch letztlich gleichgültig, ob ich bei einem Telefon, das ich rund um die Uhr verwende, abgehört werde, oder wenn ich als Krimineller alle 5 Minuten eine andere Telefonnummer verwende, dass dann sozusagen mein Telefonieren abgehört wird. Und die entscheidende Frage heißt, die Zahl der Personen, gegen die Abhörmaßnahmen angeordnet werden, ist in Bayern im zweistelligen Bereich, also unter 100 Leute im Jahr. Aber vielleicht steigt die doch jetzt. Bereich. Also jetzt, wenn wir so weitermachen, reden wir wie Autohändler über die neuesten Modelle. Und das finde ich völlig uninteressant. Was ist denn der Punkt? Also interessant finde ich, und das Wort ist komischerweise noch nicht gefallen, das große Rechtfertigungswort. Früher gab es noch sowas in politischen Diskussionen wie Befreiungsbewegung der Dritten Welt oder Widerstandsgruppen hier, die man unterschied. Die gibt es alle nicht mehr, weil es jetzt Terror gibt. Das heißt, für mich jetzt zum Beispiel, Herr Beckstein ist für mich ein Mann voller Angst, der Angst machen muss und dann als williger Vollstrecker eines autoritären Staates vollzieht. Frau Dittmer, Sie tun ja so, als hätte es die Anschläge des 11.9. nicht gegeben. Ach ja, ich möchte sagen, dass für mich Herr Beckstein ein Minister ist, ein Mann voller Verantwortung, der die Verantwortung dafür hat. Jetzt sitze ich hier eingeklemmt zwischen BKA und Innenminister-Klasse-Position. Jetzt merke ich bei Ihnen ein bisschen Angst. Ich meine, das irritiert mich insgesamt jetzt in der Diskussion. Wir tun so, als hätten wir nach dem 11.9.2001 nicht eine andere Situation. Und zwar nicht nur in den USA, sondern insgesamt in der Welt. Und es passieren in einer immer erhöhteren Taktung täglich Anschläge rund um den Globus, von dem auch immer mehr Deutsche betroffen sind. Es sind insgesamt durch islamistischen Terror mehr Deutsche ums Leben gekommen als insgesamt durch die RAF. Das ist eine Tatsache, die wir in Deutschland überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, weil die Deutschen das Problem hatten, sie sind im Ausland gestorben. Und ich finde, wir beide erinnern uns genau an die Zeit der RAF. Wir haben keine gemeinsame Deshalb, Erinnerung. Weil der Staat dort sehr, sehr massiv auf einen nationalen Terrorismus reagiert hat und reagieren konnte. Das war aber ein greifbarerer Terrorismus, als wir ihn jetzt haben. Es sind Täter, die kommen in ein Land, die sprengen sich in die Luft. Es gibt internationale Verbindungen. Wir wissen, wir haben als Sicherheitskräfte haben wir ein riesiges Problem, vor die Tat zu kommen. Wir müssen einen Selbstmordanschlag im Zweifelsfall verhindern. Ja. Das wäre eigentlich das Ziel. Und wir haben es in Madrid nicht geschafft, wir haben es in London nicht geschafft, wir haben es in Istanbul mehrfach nicht geschafft. Ich finde, das sind Fakten, die auch in die Diskussion reinholen. Ja, der Punkt ist doch nicht, wer würde das tun, zu bestreiten, was an schrecklichen Dingen passiert ist? Der Punkt ist was nur... Was sollen wir dann tun, Moment, um das zu verhindern? Worüber... Sie sagen das? Immer nur so Hallo, nicht. Ihre Diskussion wenn ist Sie mich unterbrechen, kann ich Ihnen gar nichts sagen. Sie haben schon sondern der Punkt ist der, dass mit dem Argument, dass diese Anschläge passiert sind, dass Menschen ermordet worden sind und dass Menschen aus Hochhäusern raussprangen, aus Todesnot, wegen der Flammen da. Es kamen ja Menschen hier, die diesen autoritären Staat, den ich bekämpfe als Demokratin, wollen, gerade zu Recht als Argument. Und was passiert ist? Und das halte ich für ein hochpolitisches Faktum, dass in diesem Land, und das ist das, worauf ich hinweisen will, und wenn man das erst in einem Jahr mit mir diskutieren will, meinetwegen auch, dass in diesem Land immer mehr Menschen Angst gemacht wird und dass eine Situation entsteht, nach innen Angst zu machen. Wir müssen alle zusammenrücken, die Fremden müssen draußen bleiben. Ja gut, aber Frau Dittmer, darf ich Sie unterbrechen? Also eins ist auch klar. Also wir haben die Zahl der Muslime, ja, das sind 75%, auch wieder, also das, was ich mir aus Büchern eingereichnet habe, ich weiß es ja auch nicht anders, ja. 75% der jugendlichen Türken von 21 und 25 Jahren sagen angeblich oder sind bereit, mit Gewalt religiöse Ziele
zu verwirklichen. Wo kommt diese Studie her? Das weiß ich nicht. Das steht in einem Buch, was ich gelesen habe über den vom Christen. Aber was ist mit den christlichen Fundamentalisten, die wie Bush im Irak einmarschieren? Wir wollen einmal ganz kurz gucken, was hat man das? Man darf ja nicht nur so ein Tunnel. Wie hat sich unsere Gesellschaft verändert? Jetzt können wir nicht über global, also über alles, wo die einmarschieren. Also unbestreitbar hat es Terroranschläge gegeben. Unbestreitbar muss ein Staat sicher darauf reagieren. Die Frage ist, wie er reagiert. Wir wollen die Diskussion noch um eine Sache erweitern. Das ist zwar jetzt wieder, wie Sie sagen, ein technisches Detail, aber es ist auch gleichzeitig sehr, sehr auffällig mittlerweile in der Gesellschaft. Und das ist die Videoüberwachung öffentlicher Räume. Die Frage ist, was können diese Kameras und was können sie nicht? Ein ganz kurzer Film dazu. Berlin, kurz vor Weihnachten 2005. In einem Linienbus wird ein Schüler erstochen. Obwohl es in diesem Bus eine Videoüberwachung gibt, wird der Mord nicht aufgezeichnet. Der Grund? Nur wenn der Busfahrer die Speicherung aktiviert, bleibt das Material erhalten. Sonst wird es alle 6 Minuten gelöscht, was in diesem Fall passiert ist. Anders in England. An vielen öffentlichen Plätzen sind Überwachungskameras täglich 24 Stunden im Einsatz. Die Attentäter von London wurden bereits nach knapp einer Woche identifiziert. Ebenso Mohammed Atta, der Anführer der Attentäter des 11. September am Flughafen in Boston. Die Angst vor Terror und Kriminalität wächst. Immer mehr öffentlicher Raum wird elektronisch kontrolliert. Ist die totale Überwachung, wie in diesem Film, nur noch eine Frage der Zeit? In Ihrem Handy war ein GPS-Satellitenpeilsender, 24 Gigahertz. Ich weiß gar nicht, was das ist. Die National Security Agency überwacht die ganze Welt. Faxgeräte, Telefone, Satellitenkommunikation. Und was wollen die von mir? Ich weiß es nicht. 2 Ziele auf dem Dach, Nordseite. So, er weiß es nicht. In dem Film kommt es heraus, das hier sind die größeren Modelle dieser Videokameras, die mittlerweile relativ häufig irgendwo sind. Ich glaube auch Restaurants. Herr Schaber, an Sie vor kurzem in einem Restaurant sind gefilmt worden mit so einem Ding? Ja, das ist richtig. Das macht einem dann schon Sorge. Ich war mit meiner Frau in einem Restaurant und stelle fest, also ihr fiel es eigentlich auf, dass da so ein Gerät war, das so ähnlich aussah wie eine Kamera. Ich fragte den Kellner und habe dann von ihm die Antwort gekriegt, ja, das ist eine Videoüberwachungsanlage. Da habe ich gefragt, wo wird das eigentlich aufgezeichnet? Gesendet. Fürs ja, Personal oder für die Gäste? Ja, das ist auch eine interessante Frage. Dann sagt er, ja, das kommt zum Chef. Ne? Das ist auf dem Computer des Chefs. Und dann habe ich gefragt, ja, was macht denn der Chef damit? Ja, das weiß ich nicht. Der ist auch nicht da. Ne? Und ich muss mal sagen, ehrlich gesagt hat mir das Essen danach nicht mehr so richtig geschmeckt. Aber Sie haben zu Ende gegessen. Ich habe noch zu Ende gegessen, habe mir das aber gesagt, in das Restaurant gehe ich nicht mehr, weil sozusagen meine Essgewohnheiten gehen den Chef eigentlich zumindest nicht insoweit was an, als er dann also das auch noch aufzeichnet. Nein, natürlich nicht. Aber das Interessante ist doch, in dem Moment natürlich, wo so ein Klima geschaffen wird, das ist ja auch die Argumentation, wo man sagt, wie in Großbritannien zum Beispiel, wo tatsächlich so eine flächendeckende Videoüberwachung mittlerweile stattfindet. Ich glaube, 4,3 Millionen Kameras sind im Einsatz. Man sagt, jeder Bürger wird 300 Mal am Tag erfasst. Wird es natürlich auch für die privaten Haushalte selbstverständlicher oder auch eben für Restaurants und andere, für Chefs, die ihre Mitarbeiter filmen wollen. Ist denn das so, wie Sie sich das wünschen, dass man am Ende einen komplett durchsichtigen öffentlichen Raum hat, die Restaurants, die U-Bahnhöfe, die öffentlichen Plätze, möglichst viele Videokameras überall? Nein, ich will nicht den gläsernen Bürger. Selbstverständlich muss es eine Privatheit geben, und zwar auch in öffentlichen Räumen. Aber es gibt bestimmte Angsträume und bestimmte Situationen, wo man einfach eine Videokamera braucht, um sehr viel mehr an Sicherheit zu haben. Also beispielsweise jetzt in den Fußballstadien. Wir wissen, dass Hooligans sind, die Steine werfen, wo man fast nie eine Chance früher hatte, den Steinewerfer zu erwischen. Und jetzt kann man halt dann die Videokamera oder den Videorekorder rückwärts laufen lassen, dann sieht man, aus welcher Hand fliegt der Stein. Darum schreibt die FIFA vor, es dürfen internationale Spiele nur noch in solchen Stadien durchgeführt werden, wo Videoüberwachung ist. Gut. Oder an Räumen, wo mehrfach Kriminalität, massive Kriminalität, schwere Körperverletzungen waren. Plätze, Bahnhöfe, irgendetwas in der Art? Im Vorfeld von Bahnhöfen, aber beispielsweise auch in einem Bereich hatten wir mehrfach Schlägereien im Zusammenhang mit rivalisierenden Gruppen vor einer Diskothek. Dort ist dann eine Videokamera installiert worden, um auf die Weise einen solchen Angstraum deutlich sicherer zu machen. Das heißt, das kann Polizei aus der Einsatzzentrale
entsprechend überwachen und kann die betreffenden Leute hinbeordern. Funktioniert aber doch nur, das haben wir jetzt aber auch gerade gelernt, wenn diese Dinge aufgezeichnet werden und dann auch erstmal behalten werden. Weil wie in diesem Bus passiert, ist es nicht aufgezeichnet worden. Da ist dann zwar die Kamera da, aber es nutzt nichts. Also müssen Sie doch einen Schritt weitergehen. Es könnte natürlich Folgendes gemacht werden, und das ist bei den öffentlichen Räumen in der Regel bei uns der Fall, dass die unmittelbar in eine Einsatzzentrale übertragen werden. Und dort sitzt der Polizeibeamte, um das zu sehen. Das ist sehr viel effizienter, als wenn der Polizeibeamte am Boden steht. Zum Beispiel, wenn große Menschenmengen sind und er eingepfercht ist, dann sieht er die 5 Leute um sich herum. Wenn eine Videokamera auf einem Mast ist, dann kann man entsprechend sehen, ob jemand gefährliche Gegenstände mit hat. Aber in dem Bus, das Beispiel Bus. Ich finde, wir sollten uns dieses eine Beispiel mal ein bisschen genauer anschauen. Also es ist völlig unrealistisch, dass bei allen Videoüberwachungskameras, die in Bussen, Bahnen, auf Bahnhöfen und in Restaurants möglicherweise Toiletten dann auch noch installiert sind, dass dann praktisch am Videomonitor ein Polizist sitzt. Das ist zum großen Teil eine Sicherheitsillusion. In dem Fall war ein großes Schild, es wird Video überwacht. Die Kamera war also nicht geheim. Und es hat diesen Jungen, der dort kriminell wurde, nicht davon abgehalten, jemand anders abzustechen. So, dann gab es die Diskussion über diese Aufzeichnung. Und dann wurde gesagt, ja, es sei ja eine ganz große Sicherheitseinbuße, weil da nicht aufgezeichnet wurde. Wie gesagt, das hat der Junge bestimmt nicht gewusst, dass der Busfahrer nicht auf den Knopf drückt. Lass uns mal bitte die Argumentation mal zu Ende dann führen. Der zweite Schritt war dann, es wurde gesagt, na, dann können wir den ja schneller fangen. Dann hätten wir ihn schneller fangen können. Wissen Sie, wie lange die Polizei gebraucht hat, aufgrund von Zeugenaussagen den Täter dingfest zu machen? Keine 24 Stunden. Das heißt, auch ohne diese Videoaufnahme war es möglich, in diesem Fall zu einer sehr schnellen Aufklärung zu kommen. Ich will nicht sagen, dass das immer so gut geht und dass das nichts dazu beitragen kann. Und bei Selbstmordattentätern ist es völlig wurscht. Die Frage, diejenigen, die für Überwachung eintreten, haben den Beweis zu führen, und sie bleiben ihnen häufig schuldig, dass ihre Maßnahmen auch das bringen, was sie versprechen. Und gerade bei der Videoüberwachung muss man sagen, sie mögen bei der Aufklärung helfen. Aber mir ist nicht bekannt, dass wirklich schwerste Straftaten durch Videoüberwachung verhindert werden. Also, wir haben hier das unserem Datenschutzbeauftragten nachgewiesen, dass an den Plätzen, wo Videoüberwachung war, die Zahl der schweren Körperverletzungen massiv zurückgegangen ist. Die schweren Körperverletzungen, das sind natürlich Dinge, die meines Erachtens schon wirklich ins Gewicht fallen. Denn kein junger Mensch will wegen mir, wenn er in der Diskothek ist, wo rivalisierende Gruppen sind, das Risiko haben, niedergeschlagen zu werden. Und wenn hier um über 30% die Opferzahlen zurückgegangen sind, dann ist das etwas, was übrigens auch von vielen, vielen jungen Leuten gefordert wird. Wir haben dort Unterschriftenlisten bei jungen Leuten gehabt. Ist ja sehr duster in der Diskothek. Geht das überhaupt? Aber wahrscheinlich wird es gehen. Wir haben also ja auch Umfragen gemacht. Die große Mehrzahl der Leute will an solchen Plätzen, wo Angsträume sind, wo Kriminalität herrscht, auch entsprechend. Die Leute wissen ja, wann man überfallen wird. Jansen wollte etwas sagen. Sie haben recht, Herr Scharf. Natürlich, die Videokamera alleine, auch die bemannte Videokamera, wird im Einzelfall die Straftat möglicherweise nicht verhindern. Aber sie gibt in vielen Bereichen überhaupt die Chance, Ermittlungsansätze zu haben. Die Anschläge in London wären ohne das vorhandene Bildmaterial überhaupt nicht aufzuklären gewesen. Gerade weil die Selbstmordattentäter sich zerlegt hatten, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hätte man höchstens über DNA-Proben vielleicht feststellen können, wer dort alles zu Tode gekommen ist. Aber da fängt das doch dann an, die Ermittlungsarbeit. Gibt es ein Umfeld zu den Tätern? Sind die vernetzt? Sie haben doch eben gesagt, lassen Sie mich bitte mal ausreden, möchte ich jetzt auch mal das zusammenhängend darstellen. Das Wichtige ist doch, dass wir überhaupt einen Ermittlungsansatz kriegen können, um weitere Straftaten in irgendeiner Form zu verhindern. Und da ist der Videobeweis für uns eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Ja. Im Idealfall ist die bemannte Videokamera das, was wir natürlich wünschen. Aber auch die Bilder einer Tat, die vollzogen wurde, sind für uns als Kriminalisten der entscheidende Ansatzpunkt. Und die Videokameras sind doch nur ein winziger Bruchteil der Kameras, die insgesamt verwendet werden. Die liegen in Bussen und U-Bahnen. Entschuldigen, darf ich das nur sagen? Ja. Bus und U-Bahn sind nicht polizeiliche Videos, sondern von den Verkehrsbetrieben installiert, um beispielsweise Beschädigungen an den Bussen zu dokumentieren und zu verhindern. Oder die Videokameras in den Kaufhäusern,
sind nicht von der Polizei. Also ich glaube, aber Sie können es auswerten im Zweifel dann, wenn da jemand gesetzt war, ja dann auch in Norwegen, glaube ich, als die Außenministerin dort erstochen worden ist, hat man dann das Video des Kaufhauses danach dann ausgewertet um den Täter. Also es gibt danach eine Vernetzung. Ja, schreit ja keiner. Wo ist der Einwand? Darf ich mal auf eine ganz kleine Ebene runter jetzt sozusagen? Nicht interessiert ja keinen, sondern eine kleine Ebene. Ich bin für Ökolinks im Frankfurter Stadtparlament. Das Parlament hat mit großer Mehrheit, nicht nur Ökolinks, beschlossen, keine einzige Videokamera mehr zur Überwachung von Frankfurter Plätzen. Was ist passiert? Der Beschluss kam durch gegen die CDU. Alle anderen haben da mehr oder weniger an einer Strippe gezogen. Was passierte? Die privatisierten Frankfurter Verkehrsbetriebe haben am nächsten Tag oder übernächsten Tag verkündet, auch interessiert uns nicht, wir stellen 142 auf, weil das ist unser Betriebsgelände. Das heißt, auch auf so einer kleinen, scheinbar banalen Ebene gibt es eine Entdemokratisierung.